Die Debatte um die Zukunft des Gymnasiums in Bayern ist derzeit voll im Gange. Das achtjährige Gymnasium hat sich nach Überzeugung der Freien Wähler zu einem Auslaufmodell entwickelt. Den Schülern fehle die nötige Zeit zum vertieften Lernen und für außerschulisches Engagement, erklärt der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Florian Streibel beim Kongress zur Weiterentwicklung des Gymnasiums in Bayern. Dabei solle Schule nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden, so stehe es in der bayerischen Verfassung. Und Herz- und Charakterbildung, das ist es, auf was es in unserer Gesellschaft immer mehr ankommt. Und hier müssen wir unseren Kindern und Jugendlichen die Zeit geben, sich entwickeln zu können, dass sie Herz und Charakter auch entwickeln können. Denn das ist es, was später im Leben trägt und uns weiterträgt und auch in schweren Stunden immer helfen kann. Die Realität an den bayerischen Schulen sei heute leider eine andere. Die G8-Einführung war getragen von dem Gedanken, dass die Jugendlichen möglichst schnell wettbewerbsfähig werden. Auch Günter Felbinger, bildungspolitischer Sprecher der Freie Wähler Landtagsfraktion, führte den rund 100 anwesenden Gästen noch einmal vor Augen, dass das G8 lediglich ökonomisch begründet eingeführt wurde, nicht aber pädagogisch. Die Freien Wähler warben deshalb für ihr Volksbegehren, das die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium ermöglichen soll. Da es im Bayerischen Landtag gegen die CSU-Mehrheit nicht gelungen ist, ein G9 auf den Weg zu bringen, sind wir auf das Mittel eines Volksbegehrens angewiesen, um eine Veränderung zu erreichen und damit dem Wunsch vieler Menschen in Bayern gerecht zu werden. Ich möchte auch hierzu sagen, dass in dem von uns vorgelegten Gesetzentwurf keine inhaltlichen und konkrete pädagogische Ausgestaltung vorgegeben ist. Das wäre auch von der Struktur eines Volksbegehrens und Volksentscheid nicht realisierbar. Eine konkrete, inhaltliche und pädagogische Ausgestaltung eines neunjährigen Gymnasiums wollen die Freien Wähler im Konsens mit allen Beteiligten erarbeiten. Dass es in der Debatte nicht nur um die Laufzeit des Gymnasiums gehen soll, ergänzte Professor Dr. Michael Piazzolo, hochschulpolitischer Fraktionssprecher. Neben den Strukturen müsse auch über Inhalte, Pädagogik, über Wissens- und Kompetenzvermittlung gesprochen werden. Einen Einblick in den Alltag eines G8-Schülers lieferte Leonie Zoch, Autorin des Buchs »Weniger ist mehr – Ein Insider über das G8 und das Abitur«. Der angestrebte Wettbewerbsvorteil von G8 sei in der Realität wirkungslos verhallt. Ich muss sagen, dass aus meiner Erfahrung einfach dieses Jahr wahnsinnig oft verloren gegangen ist. Dadurch, dass die Schüler einfach erstmal sich orientieren mussten und dann einfach erst angefangen haben zu studieren. Oder sie mussten erstmal Pause machen, haben sich dann orientiert und haben dann erst angefangen zu studieren. Oder sie haben tatsächlich gleich angefangen zu studieren und haben gemerkt, dass das doch das Falsche war, weil sie gar nicht die Zeit dazu hatten, sich zu orientieren. Zudem seien Zeit für Hobbys und der Spaß am Lernen im G8 zu kurz gekommen, sagte Zoch und warb für die Rückkehr zum G9. Praktische Erfahrungen konnte hier Wolfram Winger, Schulleiter aus Baden-Württemberg, beisteuern. Denn viele Bundesländer haben den Richtungswechsel bereits wieder vollzogen. Wingers Schule ist eines von insgesamt 44 Modellgymnasien, das die Wahlfreiheit zwischen G9 und G8 anbietet und aufgrund der großen Nachfrage wieder komplett auf G9 umgestellt hat. Die Erfahrungen zum G8 aus Sicht der Hochschule schilderte Professor Dr. Hans-Peter Klein von der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Er berichtete, dass das Abiturniveau in den meisten Bundesländern sinke und die Universitäten große Probleme mit nicht studierfähigen Studenten haben. Im Anschluss an die Vorträge entwickelte sich eine rege Diskussion, die einmal mehr zeigte, wie wichtig und wie präsent die Debatte um die Zukunft des Gymnasiums in Bayern derzeit ist.